Willkommen zum Scheunenfund. Ja, dieser E-Type, der stand die letzten 20 Jahre in dieser Scheune, die man hinten dran sieht, wurde eigentlich überhaupt nicht großartig bewegt. Der kommt ursprünglich aus Kalifornien und ist eine Automatik aus 71 V12 und ja, im unverbastelten Originalzustand mit guter Patina, würde ich mal so vorsichtig behaupten. Ja, English Muscle Car. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir damit machen werden. Ja, viel Spaß beim Schauen. So, here we are with a 71 E-Type V12 Automatic version from California. And the last 20 years, this car was staying in the barn behind on this video. You can see. And the conditions are very good, I think. Not so much rust, and we must see what comes next with the car. And have a little bit fun while looking, and stay tuned. So, Scheunenfund des Jahres. Jaguar E-Type V12 Automatik. Was ist für Baujahr, Digga? 71. 71. Also, die Schiers, Jungs, ich habe jetzt einen Jaguar E-Type. Ja, Mann. Geil. Das ist einfach unfassbar. So viel zum Thema Muscle Car, ne? Da machen wir nachher noch ein bisschen mehr Aufnahme. Das ist natürlich schon mal sehr speziell. Ja. Jetzt rechts rüber. Rüber. Karo bis 160 Meile, jawohl.
Größe, gell? Von wann sind die Dinger denn? Ja, die sind auch schon ganz schön porös, die sind auch schon alt. Pirellis. Ich finde die DOT-Nummer nicht. Pirelli P5. Made in Great Britain. Das ist ja geil. Made in Great Britain. Ah, vielleicht steht es auch mal. Hier, siehst du, das ist jetzt kein Pirelli mehr. Das ist ein Winterreifen. Ja, ist klar. Mach mal Winterreifen auf den Akku. Also, you can find us on Instagram. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und finden unter diesem Namen hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thanks for watching. See you next time.